Ja, hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen zum Menschenauflauf im Planet Coaster. Ich habe keine Ahnung, warum die da alle sich stapeln und rumlaufen. Aber, jo, die wollen wahrscheinlich alle mit der Märchenbahn fahren. Hätte ich nicht gedacht, dass die so beliebt sein wird. Wie geht's euch denn? Oh ja, das Feuerwerk war beeindruckend. Haben wir in der letzten Folge gebastelt. Jedes Mal um 23 Uhr gibt's ein Feuerwerk. Ja, die stehen im Stau, die werden verdursten. Keine Ahnung, die kommen so schnell nicht raus. Ja, das muss ich noch. Ich bin damit absolut nicht glücklich mit dieser Kante da herinnen. Mal sehen, ob wir das vielleicht auf schnell fixen können. Mal ausprobieren. Ich weiß nicht warum, das ging irgendwie schief. Terrain. 2 Meter an Oberfläche glätten. Und er glättet immer die Oberfläche, die wir auswählen. Also er müsste das jetzt da in der Richtung glätten. Tut er nicht wirklich angenehm. Sagen wir mal 100 und vielleicht mehr Power. Vor allem, ich möchte diese Kanten da wegbekommen. Und jetzt nochmal so kletten. Einfach damit es etwas hübscher wirkt. Wie spät haben wir es? 2.16 Uhr. Ja, wirkt schon ein bisschen besser. Aber jetzt macht er wieder diese Kanten rein. Ja, das ist halt eine Spielerei. Da hinten der Berg ist ja auch... Pfui gack. Mach den mal weg. Und ich glaube, ich komme nicht dran vorbei. Ich muss den Weg abreißen. Und den neu setzen. Das ist einfach... sehr, sehr strange. Nicht so toll. Weil ich würde gerne hier dann noch eine Attraktion hinsetzen. Aber vorerst mal, ganz kurz, es gab eine Meldung, Spirit Castle hat ein Problem. Wow, die sind schon wieder alle kaputt. Lonely Bloom, wieso? Können wir da direkt hingehen? Wir öffnen das gleich nochmal. Das sagt, oh, wir sind bei Spirit Castle, nice. Mal sehen, was sich da unten so abspielt. Nichts. Wieso? Die haben beide geschlossen, oh Mann. Wieso eigentlich? Sieht aus, als bewegt sich die Warteschlange bei Spirit Castle schnell. Naja, ist auch nicht wirklich eine Hexerei. Nö. Aber ich vermute mal, das ist einfach zu weit weg. Da kommen wieder zwei Verliebte, Händchen haltend. Ah, nee, das war wahrscheinlich, weil es kaputt war. Mal sehen, wie sieht's denn aus? Gedanken? Ja, die Melissa ist prinzipiell ganz glücklich in dem Park. Fahrgeschäft etabliert. Wir machen Verlust damit. Profit im letzten Monat. Genau, es ist und zwar die Achterbahn, weil ich mal gefragt wurde. Ihr müsst unbedingt die Typhoon Bargest erforscht haben, sonst könnt ihr das nicht auswählen. Außer ihr seid im freien Spiel. Dann geht das. 293 Gäste. Ist jetzt nicht die Welt. Wie du? Junge Frau, Spirit Castle war in Ordnung, nicht unbedingt mein Lieblingsfahrgeschäft, schade. Naja, dafür bekommst du jetzt nichts zum Trinken. Oh ja, wir öffnen das jetzt mal, dann kannst du Frust trinken und Frust essen, Chief Beef und so weiter. Die werden die gleich wieder dicht machen. Ja, das Problem ist, ich wusste es halt nicht. Als ich Spirit Castle gebastelt hatte, dachte ich noch, Wände würden das irgendwie verdunkeln, tun sie aber nicht. Aber da kommen noch Leute. Auf, Leute! Spirit Castle ist open! Jo, Sonnenaufgang. Da ist noch so viel zu tun. Ich muss das alles noch irgendwie behübschen. Das sieht ja wirklich sehr trist aus. Das entstand halt alles in relativ kurzer Zeit. Was wir aber schon machen werden, wir kümmern uns jetzt weiter mal um den Bereich da hinten. Cool, das wusste ich auch nicht. Mit Shift kann man noch schneller zoomen. Nice. Ich würde gerne was ausprobieren. Ich weiß es nicht, ob das gut geht. Wir werden es gleich sehen. Wir können die Beleuchtung einstellen. Wir wollen immer 10 Uhr. 10 Uhr ist schön hell. Wir haben ja hier, ja, das sieht sehr bescheiden aus. Das möchte ich mal mit Wasser füllen. Wasser, Schmutzwasser.
War natürlich klar, dass wir das jetzt nicht mit Wasser füllen können. Das finde ich blöd. Nö. Vielleicht, Moment mal, vielleicht müssen wir das Terrain mal glätten. Ich verstehe das aber nicht, warum das nicht geht. Sollte er eigentlich an Oberfläche glätten, 100%. Wir nehmen einen kleineren Radius. So, an die Oberfläche hätten wir es gerne angepasst. Zwar, warum mache ich das? Ich hätte gerne... Ich möchte da, ja, einen kleinen See haben. Das muss doch gehen. Und dann werden wir nämlich was ausprobieren. Ich mag die Melodie. Szenerie sperren und Oberfläche sperren. Das ist übrigens die Musik, die wir hören. Endlich jetzt mal, das sind die da. Oh ja, als Parkverwaltungschef hat man es nicht leicht. Wieso machen die nichts? Meine Leute sind eigentlich alle zufrieden. Der hat sogar wenig zu tun und trotzdem geht ein Fahrgeschäft nach dem anderen kaputt. Finde ich jetzt blöd. Deswegen, ja, wir machen Gewinn, aber auch nur deswegen, weil wir immens viel Eintritt verlangen, finde ich. Aber 92% sind nach wie vor glücklich. Das ist okay, damit kann ich leben. Ich finde die so cool. Okay, zurück zum Versuch eines künstlichen Teichs. Das muss doch gehen. So, nochmal. Terrain drücken. 4 Meter. 100% ist vielleicht zu viel. Wir machen das mal. Vielleicht nicht 4 Meter, vielleicht 9 Meter. Versuchen das jetzt mal zu drücken. Ich würde das, ich möchte das mit Wasser auffüllen. Na, jetzt haben wir da unten. Ne, ist blöd. Das würde gehen. Okay, jetzt ging's. Theoretisch müssten wir das ja jetzt vergrößern können. Und da ist vielleicht mit Glätten schön anpassen. Ich mag nämlich diese Kanten nicht, aber das macht er halt manchmal. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. So, hätten wir. Und zwar, was kommt jetzt? Und das möchte ich gerne ausprobieren. Szenerie? Wir haben doch. Special Effects? Nee. Spezialeffekte, Pyrotechnik, Elektrik, Wasser. Das sind ja die normalen Brunnenspritzer. Und das habe ich gesucht. Ich hätte nämlich gern sowas wie einen Wasserfall. Leider, es gibt nämlich keinen fertigen Wasserfall, aber das macht es jetzt verdammt schwer. Großes Wasserspiel? Nee. Brunnenspritzer klein. Mittel. Ja, ich glaube, Mittel könnte uns dann noch glücklich machen. Wir setzen das da mal. Und hier nochmal den großen. Und wie
gesagt, das ist alles live. Also live, die Aufnahme ist live. Ich habe da jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung damit. Ich experimentiere da jetzt auch gerade rum. Vielleicht ganz unten. Wow! Falsches Pfeilchen. Das Pfeilchen brauchen wir. Und vielleicht ganz unten noch. Mal sehen, wo sind wir denn? Wo ist er denn? Da ist er. Wow, 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 wow. Drehen. Die Richtung. Und das ist halt blöd, dass das drumherum Translation und das jetzt da hinten dran klatschen. Und jetzt müssen wir halt so tun, als würde das Wasser da unten irgendwie aufplatschen. An Oberfläche ausrichten. Oder auch nicht. Klein. Mittel. Ich glaube, ich muss näher ranzoomen. So, jetzt können wir wieder an die Oberfläche anpassen. Naja, hübsch. Hübsch ist anders, würde ich sagen. Aber es ist halt mal der erste Versuch. Szenerie. Natur. Natursteine. Alpinfelsen groß. Ich glaube, wenn wir da jetzt noch die Felsen ranklatschen. Und zwar so, dass es so tut. Als wäre es ein natürlicher Wasserfall. Nehmen wir mal einen anderen, da ist der kleine. Alpinfelsen sind 3 groß. Ich mag die Musik. Die ist total nett. So, was haben wir da? Alpinfelsen 4 groß. Den drehen wir mal in die Richtung. Okay, und da haben wir noch einen 5er Alpinfelsen. Die klatschen wir einfach hier rein. Ich glaube, jetzt sieht es gar nicht mal mehr so schlecht aus. Ich weiß es nicht. Schreibt mir das in die Kommentare, bitte. Was ihr von diesem Experiment mit dem Wasser haltet. Naja, ich könnte mir vorstellen, es gibt hübschere Wasserfälle. Meine Frames per Second gehen auch den Bach runter, im wahrsten Sinn des Wortes. Ahornbaum. Wollen wir einen Ahornbaum herstellen? Den stellen wir hierher. Du solltest aufrecht dastehen.
Okay, mal checken, wie sieht's denn aus? Jo, kann man lassen, glaube ich, oder? Eine Blautanne. Ja, da möchte ich halt noch nicht. Wieso geht mein Feuerwerk los? Hey, Leute. Es ist schon 23.10 Uhr wieder. Ich habe nur, man kann ja hier die Beleuchtung einstellen. Das macht es zum Basteln ganz gut. Wenn wir das wegnehmen, jetzt so hell ist es tatsächlich im Moment. Und wie sie alle stehen bleiben und schauen. Ja, ich setze mal die Tanne einfach hierher und die hierher. Wie gesagt, da muss ich, und das werde ich offline machen, das ist sicher eine Spielerei. Das muss ich ausprobieren. Aber wir haben endlich mal einen Wasserfall in unserem Park. Was ich auch gerne mal ausprobieren würde, ich habe das letzte Mal gesehen, es gibt Seerosen. Die hätte ich gern da drauf. Da. Seerosenblätter. Naja, eine Oberfläche ausrichten. Das ist nicht, wo sind die jetzt? Die sind irgendwo im Nirgendwo. Ah. Doch nicht an Oberfläche ausrichten. Halt leider manchmal so großartig die Basteltools sind. Ein bisschen eine Spielerei ist es immer wieder. Es kann jetzt natürlich sein, dass diese Seerosen auch schweben. Ich weiß es nicht so genau. Oder ganz knapp unter der Wasseroberfläche sind. Okay. So, dann hätten wir noch gerne ein paar Büsche. Ist aber gar nicht so toll. Waldbusch. Waldbusch! Die vielleicht noch zum Kaschieren hier ran. Na, was da abgeht. Und endlich laufen sie auch da durch diesen Tunnel durch. So, wie geht's euch denn? Magic Cats, die Warteschlange ist voll. Ja, wir haben noch nach wie vor keine VIP-Warteschlangen. Ja. Okay, wir hätten den Wasserfall. Hoppla. Fermit Stimson, dich wollte ich nicht anklickern. Das war genug Spaß für den Tag. Ja, sorry. Ich wollte sie nicht belästigen. Gehen sie einfach weiter. Beleuchten. Wir wollten das Ganze noch beleuchten. Ich weiß noch nicht genau in welcher Farbe, das überlege ich mir dann ein anderes Mal. Mal sehen. Oh, gibt es noch so viel zu tun. Die schauen etwas blöd aus. Die nehmen wir weg. Aber wir haben sowas wie einen Wasserfall, oder wir tun zumindest, als hätten wir einen Wasserfall. Jo! Und eines möchte ich in der Folge noch schaffen. Ich würde gern Amelie besuchen. Die Arme muss doch da irgendwo rumlaufen und sich kaputt winken. Vielleicht finden wir sie so. Amelie! Die müsste ja jetzt eigentlich total glücklich sein, weil wieder so viele Leute da sind. Es gab ja schon Zeiten, da lief sie da ganz alleine auf und ab. Wo ist die denn? Oder läuft die irgendwo im Park rum? Dann machen wir das mal so. Wir stalken Amelie jetzt noch. Ein, zwei Minuten haben wir noch Zeit. 94%! Dieser Park ist der Wahnsinn. Nice, gefällt mir. Amelie, wo bist du denn? Schnups. Ich kann sie lachen hören, aber ich kann sie nicht sehen. Wo ist sie denn? Hängt die im Stein fest? Ernsthaft?
Dich verschieben wir mal. Keine Ahnung, warum du da rum. Ja, verschieb doch. Also ich kann sie hören, aber ich sehe sie nicht. Wo ist die denn? Wer grummelt denn da in der Gegend rum? Oh mein Gott, wir haben Amelie. Wird die irgendwo im Boden eingebaut? Ich weiß es nicht. Nochmal. Parkverwaltung. Amelie. Wir können sie hören, aber nicht sehen. Augenmerk. Da ist sie! Ja, okay. Wir haben unsere Animateurin doch nicht verloren. Und wie sie alle dastehen mit den Luftballons und den lustigen Fancy Hats. Oh, die Kids sind ganz glücklich und winken ihr auch zu. Na, passt. Alle glücklich im Park im Moment. Die Randalierer haben wir, glaube ich, auch halbwegs im Griff. Wie sieht es denn mit du aus? Veraltet. Dann werden wir Wendigo mal wieder erneuern. Das machen wir jetzt auch noch in der Folge. Ihr wisst ja, Prestige, schade, hat es leider nicht geschafft bis zum Klassiker, Imagewechsel. Aber wir müssen das machen. Sonst, ja, das war eigentlich ein ziemlich gutes Fahrgeschäft, damit sind viele Leute gefahren. Aber wenn wir das nicht regeln, oh, da ist gar nichts los. Warum denn? Achso, weil es kaputt ist. Na gut. Der Kraken Ride. So. Und das wuselt im ganzen Park. Zum Leidwesen meiner CPU. Ja, und ganz ehrlich, was mir nicht gefällt, das ist alles noch so nackig. Da ist noch so viel zu tun. Aber naja, gibt dann mal eine Folge 100 Special. Jo, was ich mir ansehen muss, ich weiß es nicht, angeblich, aber es kann sein, dass es ein Gerücht war. Angeblich soll man jetzt die Biome malen können. Ich hätte sowas noch nicht gefunden. Anzeigemodus Raster, kleines Raster. Ich weiß es nicht. Ich bilde mir ein, Auswahl benutzen. Verformung, was? Was kann das? Malen, Auswahl benutzen. Automalen. Beim Modifizieren des Terrains berücksichtigt Automalen die Höhen und Tiefen und wendet dementsprechende Malstile an. Alles klar. Kannte ich auch noch nicht. Lassen wir mal da. Einstellungen. Nope, schade. Geht nicht. Geht nicht. Das habe ich mir eingebildet. Ich dachte, wir können da jetzt dann Schnee auswählen, weil wir haben doch hier unseren ganzjährigen Weihnachtsmarkt und weil das am nähersten an Weiß dran war, habe ich das mit Sand aufgefüllt. Sieht dementsprechend bescheiden aus. Jetzt bei Tageslicht. In der Nacht geht's eigentlich. Ist nicht so wild. So, und ich kann mich schon wieder nicht trennen. Jedenfalls gut. Es wird Zeit. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.